Asiodor. Sieh dir seine Ware an. Waren wir schon fast dabei. Jetzt hatten wir schon kaufen. Ein Schlüssel hat er. Für das Haus dort hinten. Der Schlüssel öffnet die Tür neben der kaputten Leiter in Namengirl. Das ist ein bisschen Respekt. Für den müssen wir kaufen. Ein paar Samen. Material. Der ist wie teuer? Du willst mich verarschen. Warum können wir hier nichts kaufen? Die Samen können wir uns doch leisten. Oder nicht? Ach, 7600. Ich meine, wir können es uns leisten, aber. Was sind die Preise? Die Preise sind haarsträubend. Damit wird er nicht durchkommen. Möchtest du zusehen, wie ich diesen Händler zur Schnecke mache? Gut, dann mal los. Theodor, ich weiß, was du im Schilde führst. Du solltest dich schämen, du Ramschpanda. Mhm. Wegen Gesellen wie dir haben wir Mittelfinger. Was? Meine Dame, was soll das bedeuten? Mhm. Meine Freundin hier ist die neue Spiritfarmer. Aber sie ist nicht von gestern. Oh, Abfliege. Ich habe eine Fliege. Die Streamfliege ist wieder zurück. Aber sie ist nicht von gestern. Genauso wenig wie ich. Eine kleine Masche funktioniert bei uns nicht. Aber ich kann dir versichern, dass meine Geschäftspraktiken absolut korrekt sind. Ich warne dich, du betrügerisches, gestreiftes Wiesel. Dein Verhalten werde ich keine Sekunde länger dulden. Keine Gaunereien und Betrügereien mehr. Einfach nur faire Preise. Ich. Also ich höre sofort auf mit deiner Unehrlichkeit. Und beim nächsten Mal werde ich versuchen, netter zu sein. Wenn du dich schlauer verhältst. Verstanden? Aber. Ja. Ja, natürlich. Ich verspreche, ich werde die Preise senken. Bitte schimpf nicht mehr mit mir. Ich gebe dir sogar einen Rabatt. Hey du! Ja du! Deine Freundin hat es dem gierigen Händler recht gegeben. Ihr seht beide so aus, als könntet ihr der Obergeschossbande beitreten. Du möchtest doch hier hoch, nicht wahr? Ich kann es in deinen Augen sehen. Ich kann nicht lügen. Hier oben ist es wirklich ziemlich cool. Ja, nur die besten Leute sind hier oben. Aber freu dich nicht zu früh. Irgendein Idiot hat die Leiter zerdeppert. Um hier hoch zu gelangen, müsstest du übermenschliche Sprungkräfte besitzen. Du könntest natürlich auch die Treppe im Haus benutzen. Aber ein anderer Idiot hat den Schlüssel verloren. Nun ja, man sieht sich. Lang lebe die Obergeschossbande. Und irgendein dritter Idiot hat den gekauft. Den Schlüssel. Ist immer noch ziemlich teuer. Kann man den kaufen? Gut, wir müssen wohl erstmal Karottensamen. Kaufe ich erstmal 3 davon. Lachssamen. Samen für Zukunft. Fantastisch. Wenn du alles hast, was du brauchst, werde ich mich verdrücken. Kannst du lange hier bleiben, wie du möchtest. Wir treffen uns dann am Kai. Schlüssel, ja. Ich will den Schlüssel. Kostet nur 5000. Ich habe 25.000. Warum, wie, was, warum? Warum kann ich nicht? Habe ich jetzt, okay. Habe ich verkauft. Ich glaube, sie brauchen wir nachher nicht.
doch mal wahrscheinlich schon. Der Mut ist einfach toll. Bei Raccoon Inc., unserem Krämerladen, gibt es nur minderwertigen Krempel. Samen, Holzstämme, Steine. Alles nutzlos. Ich brauche seinen Hut wieder ein. Schlüssel können wir dazu nicht kriegen. Dann kommen wir wahrscheinlich später nochmal her. Ja. Oh, ich dachte, du hättest etwas zu sagen. Mal kurz hier die Stimmung bei dem Laternenlicht genießen. Das ist großartig. Die Atmosphäre. Diese vielen Pavillonlampen. Gönanten? Lampen? Keine Ahnung. Beschäftigt, Fräulein. Langsam gehst du mir auf die Nerven. Das ist der hier. Ich wollte das erfahren, wo er wohnt. Beschäftigt, Fräulein. Okay, wir müssen noch eine zweite Seele befinden, wo wir das hier aktivieren können. Ja, ich hoffe, dass mein nächstes Spiel bald bereit sein wird. Das hatten wir schon. Ich mache mein Haus ein paar Rüben sammeln. Ach schön. Ich kann auch noch ein bisschen sitzen. Das ist ein hübsches Dörfchen mit hübschen kleinen Leutchen. Und großen Leutchen. Die schlanken und großen, die sind auch. Das ist dann, die wohnen hier auch. Beschäftigt. Auch wenn meine Türknopf zu rütteln. Tun dann morgen nochmal. Danke, das hatte ich gebraucht. Okay, Beeren machst du nicht. Riecht ein Fisch. Danke, Liebes. Auf den Tisch. Dann riecht ein Fisch. Ich krieg dich süß. Gollum. Gollum müssen wir auch irgendwann noch spielen. Ja, dann Gollum. Steht auch auf meiner To-Do-Liste. Na, warte aber vielleicht mal, bis es günstiger wird. Oh, das Holz ist fertig. Ah, Kohle, wie ich sagte. Habe ich doch schon vermutet. So, von den Beeren. Ich würde noch wissen, was die Beeren machen. Vielleicht einen tollen Bären, einen Topf. Oha. Ist der Kaffee flugreif? Sieht so aus. Es gibt Kaffee. Diese Regenbögen beim Aufsammeln finde ich großartig.
Katze wird mit geduscht. Es ist morgens. Okay. Als aufstehen. Sieht super aus. Du bist mir weit voraus, Stella. Dein Daumen ist so grün wie dein Hut. Schon bald wird dieses Schiff ein gemütlicher, schwimmender Bauernhof sein. Vergiss nicht, dass du die Pflanzen wohl gelegentlich gießen solltest. Aber das weiß ich schon. Mein Wissen über das Gärtnern ist so beschränkt wie das Einfühlungsvermögen meines Vaters. Sollst dir bessere Lehren als mich suchen. Bessere Lehrer suchen als mich. Da fällt mir ein, ich glaube, es ist Zeit, dass du neue Leute findest. Mhm. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe es nur, mit dir über den Ozean zu fahren. Du bist die Spiritfarer. Und Spiritfarer müssen Seelen finden. Mhm. Und ja, ihnen helfen, ihre letzten Wünsche zu erfüllen. So befahren sie auch sein mögen. Ich habe von einem Ort ganz in der Nähe gehört, wo vielleicht jemand deine Hilfe brauchen könnte. Und wenn er wirklich der ist, für den ich ihn halte, wirst du ihn sicher lieben. Mhm. Los, stechen wir an See. Aber einen Garten brauche ich noch. Können wir den noch? Nein, da brauchen wir noch ein Holz und 5 Flaschen. Finden wir vielleicht irgendwo unterwegs. Und dann können wir den kaufen. Holz und 5 Flaschen. Können wir den Krams in dem Händler kaufen zu überteuerten Preisen. Ja, ich hab's etwas eilig. Ihn wieder belästigen. Ich bin böse. Das Holz können wir uns. Konnten wir nur eins kaufen. Und Flaschen hast du keine. Schade. Der ist auch ein. Der ist auch eine Knude. So, dann, die Beeren sind fertig. Gegartes Obst. Mhm. Jetzt machen wir mal Kaffee. Oh, der Kaffee geht schnell. Also, seit wann wird Kaffee im Ofen gebraten? Selbst wenn man keine Kaffeemaschine hat. Ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig? Schwarzer Kaffee. Mit Zucker und Milch. Kein Zucker und keine Milch. Der kann jetzt noch ein bisschen. Hast du ein bisschen Hunger? Und wär's mit dem Kaffee? Ich hab noch keinen Hunger. Kaffee, das ist Kaffee. Das ist ja nicht. Können wir eigentlich selber was essen? Wir brauchen scheinbar nichts zu essen. So, na dann.
brechen wir auf zur nächsten Insel. Da ist irgendwo eine. Oha. Jetzt durch den Sturm. Durch den Monsun. Ich muss durch den Monsun. Ja, ich halte ja schon den Mund. Kurz anhalten. Noch ein paar Miesmuscheln zusammen. Die können wir im Ofen schön garen. Was soll man mit den Schalen machen, weiß ich auch nicht. Muss aufpassen, wenn wir in den Sturm kommen. Keine Ahnung, was wir dann machen. Oha, der Sturm. Ich glaube, wir sollten mal reingehen. Das ist gut für die Pflanzen. Und wachsen die. Ich glaube, ich gehe mal raus. Ich gehe mal hier in der. Kontrollzentrum, mal gucken, wann wir durch sind. Jetzt so ziemlich. Dürfte gleich wieder sonnig werden. Schon wieder ein Hering. Gibt es doch keine anderen Fische als Hering, ne? Arkensheim Bach entdeckt. Jetzt können wir jetzt noch abwarten, bis die Wasserformen fertig sind. Mein Gedächtnis ist ein Loch. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich glaube, Fischer waren es. Tatsache. Okay, Fische können wir nicht mitkochen. Ich habe Fasern gekauft und wollte ich später Fäden für dich herstellen. Ich kann sie dir auch einfach gleich geben. Möchtest du sie haben? Hier bitte. Okay, wozu? Na dann, ich würde mal sagen, auf. Zur Insel, da soll ein nächster Gefährt auf uns warten. Erstmal Bäume fällen, so mit Katze. Für alle Bäume auf der Insel fällen. Baum fällt. Aufpassen da drüben. Ich sehe schon, wer das ist. Oh, super. Du bist hier. Hör zu. Mir ist gerade eine Zitrone in den Tümpel dort gefallen. Meine Finger waren ganz klebrig. Die ist mir irgendwie aus der Hand gerutscht. Warum? Gute Frage. Ich habe den ganzen Tag lang leckere Beeren gefuttert. Sieh dir nur mal meine Hände an. Echt jetzt.
Ich habe experimentiert. Ich wollte ein bisschen Zitronensaft auf die Wildfrüchte träufeln. Jetzt sind es aber nur ganz normale Beeren. Es sei denn, sie ist gleich dort unten. Im Wasser. Ich würde es ja selbst tun, aber ich muss mich um matschige Beeren kümmern. Machen wir noch Platz. Zitrone. Da ist sie. Ich brauche nur ein Taschentuch oder sowas. Ich möchte nicht, dass sie meinen Beeren mit Beerensaft versaut wird. Egal. Kannst du die Zitrone für mich aufbewahren? Aber nicht ausquetschen. Moment mal. Wie könntest du mir helfen? Sie gibt es nichts mehr zu essen. Mein Magen fühlt sich immer näher an. Vielleicht könnte ich dir sogar auf dem Schiff helfen. Im Kochen, Angeln und Bauen. Das klingt vielversprechend. Ich habe zwar meine Gewürze und Werkzeuge nicht dabei, aber wir werden schon einen Weg finden. Grübel nicht zu lange darüber nach. Lass uns einfach zu deinem Schiff gehen. So eine Froschtyp zugewandt. Hat er die Büsche hier von der gepflückt. Du wirst sicher irgendwann jemanden brauchen, der Reparaturen auf deinem Schiff durchführt. Ja, das ist ganz praktisch. Stella. Oh wow. Das Schiff ist atemberaubend. Aber jetzt kommt das Beste, du kleine Jaunerin. Mach dich bereit für ein Familientreffen. Krieg keinen Bogen. Aha, das Licht. Ich bin's, Stella. Dein Onkel, Arthur. Du bist ein Frosch. Und Stella ist... Inwiefern ist es, was sind das für, inwiefern ist er der Onkel? Was ist die Mutter und wer ist die Mutter und der Vater? Wenn das der Onkel ist, was hat der da für Eltern? Ist dann die Mutter ein Halbfrosch oder Mutterfrosch? Ich meine, dann muss ja irgendwie, wenn die Mutter ein Frosch wäre, und das wäre sie ein Halbfrosch. Das ist, wie sind diese, überrascht? Hoffentlich positiv. Ich war schon eine ganze Weile auf der Insel. Ich kann es kaum erwarten, mit dir in See zu stechen und mir alles anzusehen. Ich hatte nur mich und meine Gedanken. Und jetzt habe ich dich kein Link. Die menschlichen Charaktere sind in der Gestalt von Tierwesen. Das würde wieder Sinn machen, das würde es auch erklären. Das erklärt doch, warum wir hier die Elchdame, die ist auch irgendwie ein Mensch gewesen. Jetzt habe ich dich, Keimling. Dann geben wir uns auf ein großes Abenteuer. Lux. Aber Moment mal. Ist das ein... Was ein. Warte kurz, das Essen ist fertig. Ich leg gleich Neues nach. Die Zeit muss sein. Die Blumen wollen auch gegossen werden. Ich wusste es. Das ist ein Seemeister 2000. Den habe ich noch nie in Aktion erlebt. Ich habe nur Gerüchte gehört. Damit soll man die größten und glänzenden Fische fangen können. Ich habe bisher nur Heringe gefangen. Wow, Stella.
Da hast du dir ja wirklich was Hübsches gegönnt. Ich wusste es. Das ist der Siemens zu das Dunkel zu navigieren. Okay. Da fehlen ein paar Schrauben. Lass mich raten. Du hast bisher hauptsächlich Müll an Land gezogen. Damit ist jetzt Schluss. Du musst den Unterschied sofort merken. Probier es mal aus. Für mich alten Bewunderer. Na, definitiv. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert die Angel, wie es soll. Ein Kalamar. Aha. Kein Hering mehr. Jetzt können wir richtig angeln. Was doch ab. Die Angel noch was zwar anderes. Ein Hering. Fantastisch. Sie hatten keine Chance. Du gehst ja wirklich ran an die Sache. Deshalb bist du auch ein Experte. Diese professionelle Angelvorführung hat mich wirklich beeindruckt. Da fällt mir ein, auf dieser Insel hatte ich dieses glänzende Ding in meiner Tasche. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut ist. Vielleicht kannst du es behalten, damit es nicht verloren geht oder so. Oh Junge, ich brauche eine Verschnaufpause. Oh, und übrigens, vielleicht bist du neugierig und hast es bereits versucht, aber ja, das Wasser ist sehr salzig. Nun gut, ich werde mich etwas umsehen. Wenn dir danach ist, kannst du nach Herzenslust angeln. Ein Unbewusst. Damit können wir doch jetzt zu der Insel zurück und dann den Schrein aktivieren. Erstmal ein bisschen angeln. Du kommst mir nicht. Ein Kabeljau. Fantastisch. Und den Kalamar. Gleich. Ach, die alten Schuhe. Da haben wir noch ein paar Fische gemacht. Gleich mal Kalamar kochen. Schlafen. Ist doch nachts. Dann wollen wir auch mal. Gute Nacht. Nächster Morgen. Die Nacht über gebraten, gekocht, Kalamarspieß. So ist morgens aufstehen. Sieh das mal an. Du hast zwei Oberlusse. Erinnerst du dich noch an den Schrein Hummingbird? Ich würde versuchen, sie dort einzuspenden. Mit etwas Glück passiert etwas Fantastisches. Falls nicht, hast du deine Zeit verschwendet. Sollst es herausfinden. Mach mal sofort. Guten Morgen, Kerling.
Ein bisschen Hunger, mal Fisch. Oh, ich Junge. Ich liebe Essen einfach. Immer her damit. Dafür kann ich nie genug bekommen. Oh, Umarmung. War das nicht wundervoll, meine Lieblingsnichte? Essen ist fertig. Hopst der einfach hoch. Das kann ich auch. Und gerade ist nicht die beste Zeit zum Knuddeln. Es ist immer die beste Zeit zum Knuddeln. Also. Aber du. Dann das hatte ich gebraucht.